Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deep Sky Relics, und zwar von meinem Let's Play. In der letzten Folge haben wir den Kumpelschlachter geschlachtet. Und jetzt sind wir immer noch auf dem Fleck, wo wir waren. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu flüchten und einfach hier runter zu gehen. Oder ich stelle mich der Gefahr. Und ich stelle mich der Gefahr. Schock-Kampfprotokoll initiiert, fahre mit Zap fort. Oh mein Gott, wieso will mich jeder... Ach du Scheiße! Umbringen. Okay, wir machen das wieder schön strategisch. Was können die? Das sind alles mechanische Einheiten, oder? Ja. Konservator und Pyronic. Der hat irgendeine Scheiße. 12 Schaden, bisschen Crit. Der hat irgendeine andere Scheiße. 13 Schaden. Und der hier hat... irgendeine Scheiße. Und macht ein bisschen Schaden. Das heißt, die zwei müssen auf jeden Fall als erstes weg. Die haben auch am wenigsten Schild. Was haben meine Freunde denn für Karten? Ruhigstellen und Ruhigstellen. Das ist ja absoluter Mist. Wiederherstellungsbot ist okay, Energiefeld ist gut. Dann würde ich fast sagen, ich mache eine Neubewaffnung. Ja, dass wir erstmal Waffen haben. Also das kann ich nämlich nichts machen. Adrenalinschub. Ruhigstellen. Bringt uns nichts. Muss ich 33%, 33%. Das mache ich als erstes. Macht zwar alles nicht so viel Schaden, aber. Hallo? Aber. Die machen auch nicht so viel Schaden. Das ist für mich eigentlich ganz fair. Das können wir uns aufheben, weil erschüttern. Und betäuben ist halt echt gut. Jetzt heben wir uns auf, bis der Buffer, der Debuff hier ausgelaufen ist. Also nächste Runde benutzen wir den. Und wir spielen erstmal ein... ein Energiefeld. Damit wir weniger Schaden bekommen. Für den Fall, dass die treffen. Erstmal richtig hinsetzen. Jo. Feuer. Flammenwerfer. Und noch ein Flammenwerfer. Das ist ja ein Albtraum. Okay, die haben also nur AOEs. Das ist ja zum Kotzen. Nochmal Neubewaffnung. Das ist aber eigentlich ganz geil. Ja, mach das mal. Flex Booster. Schildwiederaufladung. Mach mal den Adrenalinschub auf Arles. Und Grunt macht jetzt... Das ist jetzt natürlich echt scheiße. Die erschütternde Granate. Es war so, dass du alle triffst. Deswegen möglichst viele betäuben. Erschüttern. Und zwei sind betäubt. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen nur einmal Schaden. Oh, oder gar nicht. Das macht den Flammenschutz. Ich kann es nicht jetzt... Reaktion plus 100... Nee, Reaktion 100% mit 33%. Okay. Das heißt, der kontert uns jetzt. Kann ich eine von denen bursten? Wie viel Rüstung haben die? Gar keine. Das heißt, der... müsste eigentlich sterben, wenn ich den einfach nur angreife. Das wäre ja ganz schlau. Kann ich da eine bessere Reihenfolge machen? Nö. Außer ich kritte, dann ist es die beste Reihenfolge. Schade. Aber jetzt kann ich... Reaktion 100%, aber nur auf... auf Nahkampf. Chance auf... unterbrechen. Ich riskier's. Trotzdem erwischt. Adrenalinschub. Hat alles noch. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ausweichen. Vielleicht nicht so doof. Nicht so, drei Nahkampfangriffe werden geblockt. Das heißt, wir werden dann gegen ihn gefeilt. Gefeilt. Ich könnte natürlich auch einen Feuerstoß machen. Das ist aber Quatsch. Und ich könnte Grunt Adrenalinschub geben.
glaube, das mache ich. Wir haben nämlich gerade so viele Waffenkarten, dass wir das, glaube ich, einfach ausnutzen sollten, die wegzubursten. 33% Waffenschaden, 33% Waffenschaden. Stören. Erschütternde Granate. Drei benachbarte Feinde erschüttern und betäuben. Macht aber nicht so viel Schaden. Ich würde den gerne bursten. Oha. Super. Super schöner Crit. Das ist ja ein Traum. Das ist guter Schaden. Das ist solider Schaden. Das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Abfuck. Will nicht lügen. Höhnische Attitude. Muss ich den jetzt angreifen? Spotten. Chance auf Blocken. Wow, das ist echt gut. Kann einen zusätzlichen Nahkampfangriff erlauben. Aha, ist das also so. Das ist ja ziemlich sick. Weil dann mache ich jetzt die Waffenverbesserung. Auf mich. Aber alles. Greife mit dem schnellen Schlag an. Auf ihn. Weil ich kann den da hinten nicht angreifen, weil der hier gespottet hat. Mach dem Schaden. Und jetzt darf ich nochmal mit einem Nahkampfangriff angreifen. Und dieses Mal werde ich den hier benutzen. Schade, kein Crit. Aber sehr guter Schaden, sehr guter Schaden. Eine Sprenggranate. Und das macht nur MP-Schaden. Das ist halt ein bisschen doof. Macht die Schaden? Moment, da. Nein. Aber du kannst auf jeden Fall einen von denen zerstören. Oh. Oder du zerstörst beide, weil das macht nämlich an zwei Zielen Schaden. Kaboom. Das ist und bleibt ja ein Traum hier. Das läuft ja jetzt richtig super. Jetzt muss ich langsam die Mechanics von dem Spiel verstehen. Kann ich nochmal hier reinlaufen? Du findest eine funktionstüchtige Konsole. Sie erwartet deinen Befehl. Energie aufladen? Oh ja. Sehr gerne. Energie wird aufgeladen. Vorgang abgeschlossen. Null Energie im Speicher verbleiben. Umgebung scannen. Umgebung gescannt. Wow. Das ist so viel Luxus. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Ich speichere mal. Ich werde natürlich nicht Safe-Scum, weil das kann ja jeder, das ist langweilig. Also Safe-Scum bedeutet, wenn man stirbt, sich einen Vorteil dadurch verschaffen, dass man einfach lädt. Das finde ich langweilig, weil wenn meine Leute hier sterben, dann sterben die. Punkt, aus, fertig. Deswegen möchte ich auch so viel dran tun, dass sie nicht sterben wie möglich. Du findest eine funktionstüchtige Konsole. Energie aufladen. Danke. Vorgang abgeschlossen. Umgebungsscan. Umgebung gescannt. Bereich entriegeln. Abriegelung des Bereichs aufgehoben. Danke. Das ist ja interessant. Ach, jetzt ist da oben frei und jetzt verbindet das bestimmt. Okay. Hier ist noch eine Landezone. Das ist ja... Hä? Wieso läuft das so gut? Ich hab Angst. Der Marwurm schlägt mit seinem Körper wild um sich. Trümmerteile fliegen in deine Richtung. Okay. Nachladen könnte ich, durchbohren und Angriff könnte ich machen, Abwehrhaltung ist okay. Wir gucken mal, was die können. Ich meine, die können eh nichts, aber der da. Hat irgendwas, irgendwas hat er. Das sind alles biologische Einheiten. Macht viel Schaden und kann selten betäubt werden, okay. Das sieht man da also auch. Ich glaube... Eine Pulsgranate ist gar nicht so doof. Was hat denn der Rest? Du hast Adrenalinschub, Nervengift und Adrenalininjektion. Ach man, ich drücke die falsche Taste. Und Grunt hat... Der Herstellungsbotschild boostet die schotternde Granate. Okay. Jupp. Kaboom. Ob die auch kritten können? Wahrscheinlich. Hat er ja zwei Karten bekommen? Ah, ich glaube, ich habe eine Karte dafür, dass der zwei Karten ziehen kann. Ausweichen, Adrenalininjektion, Nervengift, da ist es. Ich hab's ja sogar. In zwei Runden kriegt er 66% seiner maximalen HP-Schaden. Du baust mal einen Wachgeschützturm auf, der das alles niederschießt, was da drüben steht. Der hat energetisiert, das heißt, in der nächsten Runde will er uns fressen. Jetzt kommt der große, gottloses Geräusch. Aha. Jetzt sind wir wahrscheinlich gedebufft. Minus 80% Chance zu treffen.
Plus 40% Fehlschuss. Wow, das ist ja mies. Wieso bin ich so schnell? Aha. Ach so, wegen der Energie. Ach so. Ach, deswegen kriege ich auch mehr Karten. Ah. Ja, dann machen wir eine Parade. Und dann... Buff mal sie. Und buff mal... Die buff mal ihn. Kann er wenigstens was machen. Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht treffen. Das heißt, es wäre auch schlauer... zu blocken und nachzuladen. Für mehr Waffenkarten. Okay, das sieht gut aus. Wie lange hält das? Zwei Runden, glaube ich. Ist der tot? Nein, daneben. Ah, der ist tot. Okay, dann haben wir dann nur noch einen mit 11 HP. Erschütternde Granate. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich mache einen Herstellungsbot, damit unsere Schilde wieder aufgeladen werden und dass es ein weiteres Ziel gibt. Die treffen eher... Also die machen... Die Kleinen machen eh keinen Schaden. Vor denen habe ich keine Sorge. Vor dem habe ich Sorge. Aber der hat ja den Roboter jetzt gefressen. Das ist okay. Kriegen wir keinen Schaden. Damit kann ich leben. Boah, die Karte habe ich ewig nicht gezogen und macht die Energetisieren 2. Oha. Kann ich dann jetzt noch drei Karten spielen? Oha. Wir machen eine Splittergranate. Ah, ich hätte den ersten markieren sollen. Naja, ist egal. Achso, das zählt noch, ne? Naja. Früher oder später treffe ich schon. Früher oder später muss ich treffen. Oder auch nicht. Tja. Reflexbooster, ruhig stellen. Jupp, ruhig stellen. Kann er nichts mehr machen. Dann ist nur noch das kleine Ding ein Problem. Komm schon. Ja, Mann. Das ist eine Scheißfähigkeit. Ich meine, die ist cool, weil du dann... Kann man zwei... Nein. Weil du dann ein bisschen nachdenken musst, was du tust. Aber... Erschüttert. Betäubt. Schön. Schön ist es trotzdem nicht. Schildbooster Frank, damit dir wirklich nichts passiert. Der kriegt Nervengiftschaden. Das ist totes Ding. Gut. Du kannst nicht angreifen, weil ich optimiert bin. Okay. Du kannst nicht angreifen, weil du keine Karte hast. Dann musst du eine ziehen. 8 bis 11 Schaden. Best Case Scenario, das Ding stirbt. Ist der immer noch? Ach, der ist immer noch gedebufft. Ach, Mann. Lesen müsste man können. Wildes Geballer. Bang. Got ihn! Wurmlinge-Gedärme. Aber die Malocha-Stacheln habe ich immer noch nicht gefunden. Das ist doch ein bisschen doof, muss ich sagen. Das ist ein bisschen doof. Hier kann man suchen. Irgendwelcher Schrott. Scannen. Noch mehr Schrott. Nehme ich den mit? Nee. Doch, ich mach das hier weg. Suchen. Wer sucht, der findet. 113 Energie. Hä? Achso. Falsche Taste. Mitnehmen. Und das hier mitnehmen. Und jetzt können wir zur Landezone gehen, ganz in Ruhe, können unsere Energie auffüllen. Können unsere Sachen verkaufen. Und können uns mal wieder durch Ausrüstung wühlen. So, als erstes die Energiereserven. Dann den Schrott verkaufen, damit der aus dem Inventar draußen ist. Und jetzt gucken wir mal. Wir gucken als erstes bei Alice wegen der Waffe. Wir haben keine neue Waffe bekommen. Okay. Energiekern. Also, ich, für die Leute, die das Ausrüsten nicht interessiert. Die dürfen jetzt gerne weiterschalten. Ich blende wieder eine Infokarte ein. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann kommt ihr zur Playlist und könnt das nächste Video auswählen. Oder es ist rechts in eurer YouTube-Anzeige. Wie auch immer. Für die Leute schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Für die anderen Leute, die noch bleiben,
ihr dürft jetzt genießen, wie ich irgendeinen Quatsch erzähle, während ich Waffen zusammenschraube. Was haben wir? Feuert ein zweites Projektil ab. Bla. Kopfschuss. Was macht das? Verursacht 150% Waffenschaden plus 20% Erfolgschance auf kritische Treffer. Das klingt eigentlich ganz gut, aber ich habe nichts, was ich dafür aufgeben würde. Leider. Dreifachschuss. Feuert drei Schüsse ab, wobei pro Schuss 50% Waffenschaden verursacht. Das sieht aus wie ein guter Mod. Moment. Distanzwaffe Level 6. Habe ich noch gar nicht. Chance von 15% auf eine zusätzliche Aktion, wenn mit einer verbundenen Waffe geschossen wird. Oh, das ist gut. Ausweichen und Schaden. Eieiei. Eieiei. Ja, ja. 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 Vielleicht zwar eine Angriffskarte, aber das ist nicht so schlimm. Das ist mehr was für Frank oder Grunt. Eine Energieklinge haben wir auch nicht bekommen, aber einen Energieklingen-Mod. Schockwellenschlag. Verursacht 75% Waffenschaden und belegt drei benachbarte Feinde mit einem der folgenden Effekte. Aha. Erschüttern. Nee. Ich bin zufrieden. 18 Waffen, das gibt 15. Das gibt 6% Ausweichen. Ikes Schwächen aufdecken. Zieler leidet 33% Schadenresistenzverlust für 3 Runden, kann nicht gestoppt werden. Messerscharfes Netz und Nachladen. Nachladen ist halt. Ich finde Nachladen schon geil, aber ich finde halt 6% Ausweichen noch viel geiler. Dann haben wir dann 37% Ausweichchance. Wir haben dafür keine Mods, Schildkerne, keine Schildkerne, aha. Plus 8% Schaden. Minus 6% Maximum Schild und dadurch kriege ich Nachladen. Aha, schau an. Ach ja, das ist ja ein Traum. Einfach ein Straight Upgrade. Gut, alles ist ausgestattet. Frank, keine Waffe, Waffenmod. Feuert ein zweites Projektil ab, bla bla bla. Genauigkeit treffsliche, kontrollierte Salve. Ich hätte gerne mehr Debuffs für ihn. Doppelschuss, Dreifachschuss, nein. Feuerstoß, bla. MP-Granate. Vollautomatisches Feuer. Feuer Zöhnschüsse. Wow. Warum konnte ich das bei alles nicht nehmen? Konnte ich das nehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Das ist ja schade. Das ist wirklich schade. Aber ich sehe hier jetzt nicht wirklich irgendwas Gutes. Dadurch kriege ich mehr Angriffskarten, was meine Debuffs natürlich ein bisschen schwächer macht. Das ist halt doof. Einfrieren. Hm. Dann bleibe ich einfach bei der kritischen Sache, weil dann kann ich die ganzen wichtigen Support-Skills, nämlich kritisch treffen und dann sind die stärker und das ist wesentlich besser. Ein Medi-Item. 7% ausweichen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist gut, das Upgrade. 7% ausweichen ist echt gut. Chance von 8% zu energetisieren. 1, wenn eine Haltungskarte gespielt wird. Und 3 ausweichen. Verblüffen und Blitzfieber. Ich habe Blitzfieber, glaube ich, noch nie gezogen, kann es sein. Bewirkt minus 40% Nahkampfschaden und Chance von 25% zu verfehlen für 3 Runden bei 3 benachbarten Feinden. Das ist echt gut. Wie zieht sich das nicht? Verblüffen. Verblüffen ist okay. Gut. 11 Heilung verblüffen. 4 Heilung, 5% Energieeffizienz. Adrenalininjektion. Noch eine. Aber wir haben schon 4. Das reicht eigentlich. Was gibt's hier unten? 4 Heilung verblüffen, Nervengift ist gut. Ne, das bleibt so. Schildkerne haben wir keine. Mods. Schadenmod brauche ich nicht. Grunt, hast du eine Knarre? Nein. Du kriegst aber das hier. Ne. Das hier wahrscheinlich. Ne, kriegt er auch nicht. Wildes Geballer. Feuert ein zweites Projektil mit 20% Chance ab.
Ja. Ja, ist okay für mich. Weil im Prinzip erhöht das unseren Damage, wenn er mal wirklich schießt, um 20%. Weil es ja doppelten Schaden machen würde, ne? Was im Prinzip eigentlich besser ist als Crit. Weil Crit macht nur 160% Schaden. Naja. Kein Technikmod. Das macht mich ein bisschen traurig tatsächlich, aber na gut. Das heißt, wir sind damit schon fertig. Ich guck mal nach, was man hier kaufen kann. Aha, Technik. 17 Technik, Maximum-Schild. Eine Shotgun. 13%, 13 Schaden und bla 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 bla. Kann man das auch? Schwerer Nahkampfwaffe. Noch eine Shotgun. 11 Schaden. Und 5. Eieiei. Zwei Initiative. 29% Durchstich. Das ist ziemlich gut. Was hat er an? Ne, da finde ich die besser. Wegen dem bei Treffer 13% Schadensresistenz Malus für 3 Runden. Das ist gut, um alles zu supporten, da bin ich dabei. Was ist das hier? Ein Mod für leichte Distanzwaffen. 13. Ne, eine leichte Distanzwaffe. Ach so, Level 6. Oh. 13 Schaden. Bei Treffer minus 11% Schadensresistenz für eine Runde. Schnappschuss. Das ist aber gar nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Tödlicher Treffer, bla bla. Chance von 6% auf Energie ist 1, wenn eine Heilungskarte gespielt wird. Umfassende Instandsetzung. Uff. Eigene Einheit oder Verbündete. Reinigt Blut, vergiften, verbrennen, solche. Energetisieren, bla bla bla. Nee. Elektrischer Verstärker. Waffenschäden gerät, oder? Aha. Können wir nicht benutzen? Können wir nicht benutzen. Puh. Tempting. Moment, wo waren die? Was? Nee, das war nicht die. Die da war's. 13 Schaden. 13 Schaden. Präzisionsdistanzwaffe. Aber kann ich die benutzen, ist die Frage. Vermutlich. Also drücken das Feuer ist echt gut. Ne, wir bleiben erstmal so. Ach Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ich dussel. Zack, alles kann weg, weg, weg. Das bleibt weg, 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 weg. Bleibt, weil Quest-Item, irgendwann kriegen wir die schon zusammen. Quest-Item, 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 Quest-Item. Weg, weg. Quest, Quest. Zack, 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 zack. Die ganzen Mods brauche ich nicht mehr, hoffentlich. Sage ich stolz. Wäre es nicht peinlich übrigens, wenn ich die ganze Zeit schon hätte hier einen Söldner anheuern können, um ein viertes Mannschaftsmitglied zu kriegen? Aber Personal voll steht hier, also sollte das eigentlich ganz gut sein. Mache ich wohl alles richtig. Was? Habe ich das schon mal gesehen? Habe ich das vergessen? Moment, erstmal heilen. Bevor ich jetzt hyped bin. Oh, wisst ihr was? Die Folge ist schon so lang, das lese ich in der nächsten Folge durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann gebt mir einen Like, kommentiert mein Video, teilt mein Video, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, euren Buffel zu füttern. Ciao!